An fast allen Mittelmeerküsten wächst es in dunklen Flecken. Seegras ist hier die erfolgreichste Pflanze und Grundlage eines ganzen Ökosystems. Zwischen den bis zu 60 cm langen Halmen finden zahllose Unterwasserbewohner Schutz und Nahrung. Doch Seegras kann noch mehr. Es schützt die Küsten bei starkem Wellengang vor Erosion. Doch Umweltverschmutzung und Klimaerwärmung bedrohen das Seegras. Daher wollen Wissenschaftler mehr über diese noch so erfolgreiche Pflanze herausfinden. Für diese Untersuchungen ernten ausgebildete Forschungstaucher einzelne Pflanzen, lebend mit Wurzeln und Sand. An der Ostküste Mallorcas wartet Nicole Dubillier auf ihrer Taucher. Die Biologin ist seit Jahren fasziniert von dieser Pflanze. Seegräser sind vor ca. 100 Millionen Jahren, als die Dinosaurier noch lebten, sind Landpflanzen ins Meer gewandert und waren dann extrem erfolgreich im Meer. Wir schätzen, dass es über 72 Arten, verschiedene Arten von Seegräser weltweit gibt. Sie besiedeln alle Kontinente außer Antarktika. Bis in 40 Meter Tiefe breitet sich dieses Supergras vor allem über seine Wurzeln aus. Es ist deshalb vielleicht eine der ältesten Lebensformen unseres Planeten. Manche Wiesen schätzt man auf 80.000 Jahre. Doch wie produziert Seegras in nährstoffarmen Sandböden so viel Biomasse? Im Max-Planck-Institut Bremen versucht das Team, diese Fähigkeit zu verstehen. Blätter und Wurzeln werden auf minus 170 Grad gefroren. Um sie in hochauflösenden Mikroskopen zu untersuchen. Das überraschende Ergebnis? In den Wurzeln leben Unmengen an Bakterien, die es nur im Meer gibt. Sie sind wohl mit der ehemaligen Landpflanze eine besondere Partnerschaft eingegangen. Was wir vermuten, ist, dass diese Bakterien erstmal außen, zum Beispiel an der Wurzel, der Pflanze war, dass die dann immer näher rücken, dass die Pflanze vielleicht denen dafür Zucker gegeben hat und dass irgendwann mal sie es geschafft haben, weiß der Kuckuck wie, in die Pflanze reinzukommen. Und dann, wenn sie erstmal drin waren, sind sie gut versorgt und dann passen sich beide Partner auch aneinander. Das nennen wir eben Symbiose. Wie man am Max-Planck-Institut Bremen herausfand, ein gutes Geschäft für beide Seiten. Die Pflanze nimmt CO2 aus dem Wasser auf und wandelt es mit Hilfe von Sonnenlicht in Zucker um. In den Wurzeln der Pflanze binden Bakterien Stickstoff aus dem Sediment und verwandeln es in Ammonium. Dann wird getauscht. Das Seegras erhält das Ammonium als Dünger von den Bakterien. Die Bakterien bekommen Zucker vom Seegras, damit sie Energie haben, um noch mehr Dünger herzustellen. Die nächsten Proben, die nächste Überraschung. Im Sand unter den Seegraswiesen misst das Team hohe Zuckerkonzentrationen. Was uns völlig verdutzt hat, war, dass dieser Zucker in so großen Mengen da ist. Das ist nicht verständlich. Normalerweise ist viel, viel weniger Zucker im Meerwasser drin, weil Mikroorganismen, die lieben den Zucker, die fressen ihn sofort auf. In Bremen steht das Team vor einer schwierigen Aufgabe. Wie soll man großflächig in salzhaltigem Wasser und Meeresboden Zuckerkonzentrationen messen? Daher entwickeln sie völlig neuartige Geräte und Methoden. Die Messungen zeigen ein unerwartetes Ergebnis. Nirgendwo sonst auf unserem Planeten gibt es so große Zuckervorkommen wie unter den Seegraswiesen. Und inzwischen weiß das Team warum. Der Grund ist, dass die Pflanze auch Phenole ausscheidet. Phenole sind toxische Verbindungen, die kennt man von Rotwein, da sollen sie gesund sein. Aber die meisten Pflanzen scheiden Phenole aus und Mikroorganismen werden dadurch verhindert am Abbau vom Zucker. Mit dieser Erkenntnis bekommt die Forschung eine völlig neue Dimension. Jetzt weiß man, verschwindet das Seegras, verändert sich das Weltklima. Denn Zucker sind Kohlenstoffverbindungen.
Seegras bindet in Boden, Wurzeln und Blättern also auch riesige Mengen an CO2. Dem Gas, das für die Klimaerwärmung verantwortlich ist. Es lohnt sich unbedingt, Seegräser wieder aufzuforsten. Kollegen von uns nehmen einzelne Seegräser, die sie im Meerwasser finden, sammeln sie und setzen sie dann wieder ein in den Meeresgrund. Und sie haben über die letzten Jahre 3 Hektar wieder neu bepflanzt. Das ist ungefähr so viel wie 3 große Fußballfelder. Aber das ist ein mühsames Geschäft, aber immerhin sie leben. Es gibt die Hoffnung, dass man andere Wege finden kann, die schneller, effektiver sind. Aber jedes bisschen ist besser als nichts. 1/3 der Seegraswiesen sind in den letzten 50 Jahren verschwunden. Es braucht also dringend Schutzgebiete. Denn Seegras ist mehr als Lebensraum und Küstenschutz. Es bindet, das zeigen die Forschungen, fast doppelt so viel Kohlenstoff wie der Wald. Ohne Seegras nimmt die Klimaerwärmung noch mehr Fahrt auf.